Willkommen bei Darmvita. Heute geht es um den Blutdruck. Bleib dran. So schaut ein Blutdruckmessgerät aus. Ja, man macht das so, man nimmt sich diese Manschette, schlüpft da mit dem Ärmel rein, ja, gibt das da rauf, also ohne Leibchen, zieht man zusammen. Man schaut, dass dieses Kabel genau hier ist, in der Mitte, hier am Arm. Dann pumpt man auf und dann messen wir den Blutdruck. Und die gesunden Blutdruckwerte, die liegen, der oberste Wert sollte nicht höher als 140 sein und der untere Wert sollte nicht höher als 90 sein. Und je mehr wir verschlacken im Körper, desto mehr haben wir die Tendenz, dass der Blutdruck höher wird. Und der hohe Blutdruck ist deshalb da, weil die Zelle möchte ja unbedingt Sauerstoff haben. Und je höher die Verschlackung im System ist, desto fester muss der Körper pumpen, um den Sauerstoff in die Zelle reinzubringen. Andererseits ist dieser hohe Druck natürlich gefährlich für Poröse, Gefäße, damit die nicht brechen. Deshalb werden natürlich auch hier Medikamente gegeben. So, was können wir denn selber tun, um den hohen Blutdruck wieder runterzubringen? Wir müssen darauf schauen, dass wir diese Verschlackung im Körper, sowohl im Lymphsystem als auch im Blut, wenn das Blut zu dick wird, dass die Lösung wieder dünner werden. Das Blut muss dünn werden und das Gewebe, das Lymphwasser muss komplett gereinigt und entschlackt werden. Wir speichern ja im Lymphwasser sehr viel übermäßige Säure und Abfallstoffe, die wir nicht rausbringen. Und je mehr wir einspeichern, desto höher wird der Druck. Also reinigen, ausleiten, entlasten, entgiften, alles wunderbar. So, jetzt gibt es aber auch noch das Problem, dass der Blutdruck zu nieder ist. Das kommt vor allem bei jungen Menschen vor. Viele junge Leute haben so niedrigen Blutdruck, dass sie schwindelig sind und Kopfweh haben und umfallen, weil der Blutdruck zu nieder ist. Der niedrige Blutdruck hat damit zu tun, dass der Darm die Mineralstoffe nicht absorbieren kann. Und die Mineralstoffe braucht man zum Regulieren vom Blutdruck. Die Leute müssen eine Darmsanierung machen, dass die Mineralstoffe besser über den Darm aufgenommen werden, einerseits. Und zweitens kann man hier auch noch zusätzlich Mineralstoffe dazugeben, um das Depot einfach im Körper einmal aufzufüllen. Wenn es aufgefüllt ist, sollte der Blutdruck relativ stabil sein. Dann gibt es noch etwas. Mit dem Blutdruck mit wird noch der Puls gemessen. Ein gesunder Puls liegt bei durchschnittlichen Menschen ungefähr bei 70. Bei Sportlern ist er weiter herunter, 60, 55, vielleicht auch 50. Ist der Puls zu nieder, kann das sein, dass das Herz so schwach und so müde ist, dass es nicht mehr pumpen kann. Ja, dann braucht man herzstärkendes Nahrungsergänzungsmittel. Ist der Puls zu hoch, dass der Körper Stress hat, kann sein, dass der Druck zu nieder ist und deshalb der Puls höher wird. Weil wenn der Körper keinen Druck aufbauen kann, weil er keine Mineralstoffe hat, dann muss der Körper, um Sauerstoff im System zu haben, einfach den Pulsschlag erhöhen, um mehr transportieren zu können. Also da sind viele kleine Hinweise drin beim Blutdruck, wo man selber ablesen kann, was ist zu tun. Also ist der Blutdruck zu hoch? Der erste Wert vom Blutdruck bezieht sich immer aufs Herz-Kreislauf-System und der zweite Wert beim Blutdruck bezieht sich auf die Niere. Ist der erste Wert zu hoch, fasten? Ist der zweite Wert zu hoch, der Niere Hilfe anbieten, damit die Niere besser ausleiten kann? Das ist am besten mit Mineralstoffkomplexen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit dieser Information für euch was anfangen. Schaut einmal, wie das ausschaut mit eurem Blutdruck. Ich empfehle noch, den Blutdruck zweimal zu messen. Normalerweise misst man ja im Sitzen, da habe ich einen Durchschnittswert. Wenn wir aber den Blutdruck im Stehen messen und im Liegen messen, sollte der trotzdem ziemlich gleich sein. Ist er mehr wie 10 Punkte voneinander auseinander, dann ist das auch noch einmal ein Hinweis, dass die Mineralstoffe fehlen und dass ein Körper das anstrengt, wenn er vom Liegen in die stehende Position kommt. Dann kann man noch einmal schauen, dass man dem Körper mehr Mineralien gibt. Viel Erfolg!